Die beiden hier hinter mir sind Brüder, hochtalentierte Ölringer. Und sie wollen es in diesem in der Türkei ziemlich beliebten Sport allen zeigen, auch um sich sozial hochzukämpfen. Bayram und Aydincan gehören zur Minderheit der Roma in der Türkei und sie erleben jeden Tag Diskriminierung und Benachteiligung in der Schule, beim Arzt, wenn es um Jobs geht. Katharina Willinger hat die beiden beim wichtigsten Turnier der Türkei begleitet. Und wer hier gewinnt, der wird gefördert und hat die Chance auf ein besseres Leben. Nur noch wenige Minuten, dann geht es endlich los. Mit dem Kampf, auf den Bayram so lange hintrainiert hat. Hier raus muss er gleich, in die Arena der Ölringer. Die besten Sportler der Türkei messen sich hier, in Edirne, Bayrams Heimatstadt. Der 15-Jährige aus der Volksgruppe der Roma kämpft heute auch gegen Vorurteile. Ich fühle mich richtig stark. In wenigen Minuten geht's los und natürlich bin ich aufgeregt. Jetzt hat es auch noch das Regnen angefangen. Und es ist das berühmte Kırkpınar-Turnier. Hier kann alles passieren. Ehe es losgeht, werden die Ringer mit Olivenöl übergossen. Das macht es dem Gegner schwer, den anderen zu greifen. Bayram hat hier vor 2 Jahren bereits schon einmal den Titel geholt. Das will er wieder schaffen. Der Kampf beginnt. Schafft er es, seinen Gegner auf den Rücken zu werfen, hat er gewonnen. Lange gelingt keinem der beiden der entscheidende Griff. Doch dann geht es ganz schnell. Bayram siegt und ist weiter. Auf dem Zeltplatz vor der Arena kann er sich etwas erholen. Das war ein ernstzunehmender Gegner gerade. Auf dem Platz erlebt man so viele Gefühle. Man kann es schwer beschreiben, man muss es wirklich erleben. Auch Bayrams jüngerer Bruder Aydincan kämpft heute mit. Der 13-Jährige will seinem großen Bruder nacheifern. Bayram hat es bereits in ein Sportförderprogramm geschafft. Gewinnt Aydincan das Turnier, könnte ihm das auch gelingen. Ich bin nervös. Ich bin hergekommen, um zu siegen und habe viel trainiert. 3 Kämpfe hat Aydincan in diesem Turnier bereits gewonnen und steht jetzt im Halbfinale. Und auch diesmal ist er erfolgreich. Sieg nach wenigen Minuten. Am Abend im Viertel der beiden Brüder. Hier leben ausschließlich Roma. Mutter Sevginur bereitet gerade Essen vor. Sie ist wahnsinnig stolz über den Erfolg ihrer Söhne, auch wenn es nicht immer leicht ist. Man braucht Geld für diesen Sport, für ihr Essen, ihre Ausrüstung. Und wir leben hier zur Miete. Mein Mann verdient nur Mindestlohn. Sozialer Aufstieg über den Sport. Der große Traum von Aydincan und Bayram. Die Jugendarbeitslosigkeit unter Roma mit 65% mehr als 3-mal so hoch wie der türkische Durchschnitt. Ein Problem, oft fehlt es den Jugendlichen an Vorbildern. Für Roma gibt es kaum Möglichkeiten. Wenn du die Schule nicht schaffst, dann wirst du Musiker. Klappt das nicht, dann wirst du Müllsammler. Und viele werden drogenabhängig. Wir aber gehen 2-mal die Woche trainieren. Und unser Trainer unterstützt uns, so gut es geht. Mein größter Traum ist es, Olympiasieger im Ringen zu werden. Ich will nichts anderes. Denn wenn ich Olympiasieger wäre, dann würde mir die Welt gehören. Zunächst geht es morgen um den Turniersieg. Noch sind beide Jungs zuversichtlich. Am nächsten Tag kämpfen in der Arena die Schwergewichte der Szene, die sogenannten Başpehlivans. Bis hierhin schaffen es nicht viele der Kämpfer. Dass es ein Roma jemals schafft, daran zweifeln einige. Jetzt muss Bayram in die Arena. So kurz vor dem Kampf fühlt er sich angespannt. Denn er hat erfahren, sein Gegner ist 2 Jahre älter als er und ein erfahrener Kämpfer. Doch Bayram schlägt sich gut. Nach 20 Minuten kurze Pause. Der Kampf geht in die Verlängerung. Und wieder geht es minutenlang hin und her.
Doch am Ende reicht es nicht. Bayram verliert. Der 15-Jährige ist am Boden zerstört. Die Familie versucht, ihn zu trösten. Wir lassen ihn erstmal allein und treffen ihn einige Zeit später wieder. Man kann nichts machen. Diesmal sollte es wohl nicht sein. Aber jetzt muss ich mich auf meinen Bruder konzentrieren. Hoffentlich gewinnt er. Den kleinen Bruder trennt vom Pokal nur noch ein Sieg. Bayram gibt ihm letzte Tipps und Aydıncan gibt sich entschlossen. Ich bin gut vorbereitet und will Champion werden. Auch Aydıncans Gegner ist stark. Genau wie sein Bruder muss auch der 13-Jährige in die Verlängerung. Aydıncan jubelt. Ist der Kampf vorbei? Der Schiedsrichter zögert noch. Aydıncan hat gewonnen. Dann gibt es kein Halten mehr für den sonst so schüchternen Jungen. Zwei Roma-Brüder und ein großer Traum. Sich hochzukämpfen bis ganz nach oben.